So, willkommen bei unserem achten Screencast. Wir werden uns jetzt mit den Fahrbefehlen beschäftigen. Dazu wollen wir aber als erstes einen weiteren Entfernungssensor an der Seite des Fahrzeuges befestigen. Ihr seht ihn hier, das ist wieder der Triangulationssensor, der hier einen Strahl ausschickt und misst, unter welchem Winkel er hier wieder ankommt. Und dadurch feststellen kann, wie weit er von einem Hindernis entfernt ist. Bevor wir uns jetzt an das Einparken des Fahrzeugs machen, wollen wir erstmal das Fahrzeug eine Lücke entdecken lassen. Es soll also an einer Wand entlang fahren, zum Beispiel aus Büchern, und sobald eine Lücke entsteht, soll das Fahrzeug anhalten. Okay. Wir beginnen wie immer mit unserer Loop. Wiederhole fortlaufend, mache, was hier dazwischen steht. Wir müssen unsere Variable hier wieder einlesen. Wir nennen sie wieder Entfernung. Und wir brauchen hier den Sharp-Sensor an Pin 0. Wenn euch das hier ein bisschen zu groß ist, könnt ihr auch einfach sagen, analog read 0. Das ist genau das gleiche. Also hier ist nur das Bild dabei, aber hier liest er den Wert an Pin A0 ein und dort haben wir den Distanzsensor befestigt und schreibt ihn in unsere Variable Entfernung. Ich mache das mal so. Gut. So, und jetzt wollen wir, dass das Fahrzeug, solange es die Wand sieht, soll es fahren und danach soll es stoppen. Wir brauchen also einen neuen Steuerbefehl, nämlich dieses solange. Solange und hier die Wand sehen heißt der Wert von unserer Entfernung, hier ich klone das, soll größer sein als, hier brauchen wir noch ein Wert, zum Beispiel 300, muss man hier hineinschreiben, 300. Also wenn solange der Wert größer ist als 300, soll das Fahrzeug fahren. Hier fahre mit der Geschwindigkeit 50 vorwärts. Ja? Und dann muss er aber, ist er hier in dieser Schleife jetzt gefangen? Und hier guckt er gar nicht mehr nach, welcher Wert hier am Anfang eingelesen wird. Deswegen brauchen wir dieses hier noch einmal. Wir klonen es und setzen es hier auch in unsere While-Schleife, in unser Solange hinein. Also, jetzt ist es eigentlich schon fertig. Solange hier der Wert größer als 300 ist, bleibe in dieser Schleife. Dann kommt er nie raus, erst wenn der Wert sich verändert hat und dann soll unser Fahrzeug bremsen. Bremsen heißt richtig Stopp. Und dann soll unser Fahrzeug kurz warten und das gleiche wieder überprüfen. Also warte eine Sekunde. Und damit er hier den Wert gut einlesen kann, machen wir hier noch immer eine kleine Wartepause dazu, nämlich vielleicht 50 Millisekunden. So, und jetzt speichern wir dieses Programm als 8 und dann Wand entlang. Okay, speichern. Und dann müssen wir hier nochmal schauen, das habe ich nicht richtig gemacht. Analog read 0 ist falsch. Es muss 1 heißen, denn der Nuller war ja der Entfernungssensor vorne und dann ist hier auch 1. Gut, jetzt haben wir aber alles richtig und
laden, speichern es nochmal und laden es auf unseren Arduino hoch. Wir können hier gucken, es ist abgeschlossen und wir können es jetzt testen. Vielen Dank, jetzt seid ihr dran und tschüss.